Hallihallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Harvest Town. Es sind wieder ein paar Tage vergangen seit der letzten Aufnahme. Und zwar genau genommen sind es tatsächlich... Okay, es sind nur sieben. Aber wir haben in der Zeit... vier Tage haben wir noch Zeit. Dann stoppt das. Aber wir können theoretisch... Ah, gut, das ist jetzt nicht mehr das Problem tatsächlich. Ressourcen haben wir genug. Wir können auch wieder eine Bestellung... können wir nicht, wir haben eine neue bekommen. Hier haben wir eine neue. Und zwar zwei davon. Können wir die herstellen? Und die können wir schon auch herstellen. Was kostet die Potted Flower? Vergiss es, Alter. Wie teuer sowas ist. Das ist Wahnsinn. Für kriege ich nur so einen Scheiß. Ne, den werden wir später austauschen. Ich habe 180.000 Gold, wie ihr seht. Denn ich verkaufe regelmäßig Sachen. Sowas wie Holz und Stein. Ihr seht hier, das ist ein altes Schwert. Da ist ein bisschen so diese Muscheln. Da ist Erze, glaube ich. Ich kann es nicht genau erkennen. Hier ist Holz. Erze vielleicht noch. Ich hab Dunkelgolderz verkauft. Hier unten ist das Erz. Hier sind die Samen. Das sind die Samen. Holz und so weiter. Hab auch regelmäßig meine Helpers verbessert. Die sind beide jetzt Level 11 und 12. Also wirklich hohes Level, muss man schon sagen. Kostet jetzt aber auch extrem viel Geld. Wir werden mal ganz kurz eben in die Zimmerei latschen, bevor ich natürlich wieder diesen gleichen Fehler mache wie sonst auch. Ihr kennt's ja. Werden wir uns mal kurz aus der Wertvolltruhe alles mitnehmen, was wir hier brauchen. So, wir können nämlich auch gleich mal... Ich habe schon wieder so viel. 999 Schimpfpulver habe ich hier drin. Clean? Okay, komisch. Magic Crystals haben wir auch noch. Dann machen wir die Plätze noch frei. Die machen wir auch noch frei. Das kommt auch nicht mehr herein. Gut. Kurz mal zur Cimmerai. Denn wir haben derzeit noch eine offene Mission bei dem 7-Tage-Ding. Und zwar müssen wir zwei Tiere besitzen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das Tier herkriege, deswegen will ich mal ganz kurz hierher. Weil... Hier kann man sich verschiedene Blaupausen bauen oder kaufen. Steinstuhl, Mahagoni, Fence, bla bla bla. Okay, dann lass uns was bauen. Wir haben allerdings... Each category can hold one cat. Each Pilgrim can hold one. Okay, dann würden sie wahrscheinlich zum Stall gehen. Zu diesem Stall-Dingensen. Jewelry Hanging haben wir. Eine Mühle. 1 von 1. Achso, Level 4. Ah ja. Und eine Tuchwerkstatt. Dann kann ich... Oh, das ist wichtig. Cotton Cloth muss ich machen. Denn ich habe wahnsinnig viel Cotton, also Baumwolle. Aber ich kann noch nichts benutzen. Und Camel Down. Okay. 11.900 Dingensen. 570. Bla bla bla. Let's go. Upgraden wir. Wichtig, weil ich habe irgendwie so 300, 400 Cotton. Die belagern meine... Die belagern halt unnötig meine Boxen. Da kann ich sonst nicht viel machen. Mühle können wir verbessern. Und wenn ich noch 50 Glas habe, also noch 20 Glas brauche ich. Und bei der Gelegenheit werden wir gleich mal die Geschenke hier mit aufmachen. Habe ich noch genug Platz? Ich glaube, ich hab noch genug Platz. Die regelmäßigen Gifts, die ich hier nämlich immer bekomme durch die Freunde, seht ihr, was wir alles kriegen. Bla 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 bla, Silbererze und so weiter. Baits. Na, ganz viele Köder kriegen wir auf jeden Fall. Ich hatte mir auch irgendwo aufgeschrieben, was ich gemacht habe seit dem letzten Mal. Extra für euch. Notizen zu Let's Plays. Da sind sie ja. Ich habe in Harvest Town gemacht eine neue Waffe, den Säbel. Das haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Ich habe es aber vergessen zu sagen. Auf Ebene 49 gab es einen riesigen Fluffy Ball. Dieser, der fliegt, hat uns entsprechend diesen Säbel gedroppt. Und wir haben in einer Lockbox einen Ring bekommen im okkulten Cave. Und zwar diesen Ring. Thief's Bone Ring. 10 Movement Speed, 10% Critrate, 10% Attack Speed. Ja, das haben wir bekommen. Das wollte ich euch eben mal zeigen. So, wir kriegen hier Random Buildings. Das nehmen wir erstmal mit. Glas haben wir zumindest bekommen. Dann brauche ich jetzt noch... Bestimmt 12, denke ich, wa? 12. 14. Dann brauchen wir noch 14 Glas. 2, 3. Und dann können wir das nämlich auch bauen. Und dann sind wir auch hier soweit durch. Was können wir machen? Ganoderma Powder und Dyer's Wood Powder. Okay, weiß nicht, was ich damit machen, ob ich das überhaupt schon machen kann. Egal, wir bauen es. Rauch auf die Mühle. Zack. Wird erledigt. Nee, bin ich zu geizig für die Münzen, ehrlich gesagt. Was ich auch ganz cool fände, wenn wir mal diese ganzen anderen Dinger bauen würden. Das ist auch gar nicht so teuer. Tee-Workshop. Tee habe ich jetzt relativ selten. Food-Bonus.
Production Time Bonus. Ja, meinetwegen, let's go. Bauen wir das Ding hier auch noch irgendwo hin. Gleich dahinter. Machen wir ein zweites davon. Ja, die ganzen Dinger einfach, dass die verschwinden aus dem Dropdown-Menü hier. T-Workshops. Beides T-Workshop, ja. Ist doch kacke. Ein Fischbuch kann ich noch bauen. Benutze ich derzeit fast überhaupt nicht, aber let's go. Stuf's auf. Ist einfach ein Gebäude, was man einmalig baut. Katzenzucht, Geflügelstall kann man mehrmals machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Cloth Workshop, wenn wir zukünftig dann die Wolle öfters verwenden, dann wird das schon sinnvoller sein. Wir werden es aber hier hinten setzen, wo all der ganze andere Kram auch ist. Dann habe ich ja hinten hingesetzt, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Zack. Da vorne für meine anderen Anbauten. So, jetzt habe ich langsam, glaube ich, kein Holz mehr. Naja, mein Holz ist leer. Das ist schlecht. Mein Holz ist tatsächlich leer. Das heißt, wir werden erstmal noch eine Stufe höher stufen, denke ich. Zack. Wir können ja einfach mal sagen, okay, machen wir 10 Minuten. Es ist im Prinzip das genau das gleiche. Also es macht tatsächlich überhaupt keinen Unterschied. 10 Minuten kosten 1, 2 Stunden kosten 12. Also es ist exakt das gleiche. Aber dann können wir gleich mal sehen, was wir hier kriegen. Richtig viel nämlich. Und dann werden wir erstmal wieder zurücklaufen, weil wir kein Holz mehr haben. Sehr bedauerlich. So, Baal ist nicht da. Okay. Schlecht, weil wir müssen auf jeden Fall jetzt Baal finden. Und ihm das Ding geben. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann Baal da ist. Aber ich glaube, am Abend war der nur da, ne? Ich glaube, er war da am Abend. Ach ja. Wir wollten zu den Tieren, zu der Ranch. Schauen, ob wir uns da eine Katze kaufen können. Ich hoffe ja natürlich. Heating, was ist denn Heating? Okay, wir brauchen zwei davon. Ja. Wo habe ich denn diese Katzen herbekommen? Wo kann man noch was kaufen? Ranch nicht. Angelshop auch nicht. Lebensmittelladen denke ich auch weniger. Vielleicht mein Ding schmieden. Nicht doof oder so? Okay, lass uns erstmal das Ding kurz reinsetzen. Die Heating-Dinger, die Heizungen. So, sind wir erstmal hier. Ich bin der Meinung, wir hatten aber das andere Dingensen im Dings gekauft. So, da ist ein Heating. Zack. Dass wir das in der Ranch gekauft haben. Ich gehe da nochmal gucken. Weil wir hatten ja noch eine zweite Frau, die dort war. So, zack. Heating. Muss ich auch was machen? Nee. Jetzt werden meine Tiere auf jeden Fall nicht mehr einfrieren. Das ist schön. Das ist immer hilfreich, wenn die nicht einfrieren, ne? So, ich habe nämlich auch so viel Teekrams. Ey, ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt schon habe. Viel zu viel auf jeden Fall. So, und die Wertvollkiste kommt erstmal wieder rein. Das da. Und die restlichen Dinger. Das da. Ja, mehr haben wir nicht. Hier haben wir noch was. Das da und das da. Habe ich nicht diese Dinger schon irgendwo gehabt? Diese Briefe? Bin der Meinung. Was wir noch haben, ist natürlich diese Ziehdinger, ne? Diese Lucky Draws. Theoretisch möchte ich aber gerne auf 20 warten. Das können wir aber hoffentlich auch mit Diamanten. Ich weiß gar nicht, wie teuer das war von Diamanten her. Aber ich möchte gerne mehr davon haben, von diesen Magic Crystals. Die sind halt super, super wichtig. Ich nutze sie einfach mal. Let's go. Probieren wir, was gibt es Schönes? Red Xmas Suit. Nice. Lobby Pterosaurus Decoration. Was haben wir noch? Noch ein Rare Elf Princess Cat Decoration. Und wir haben natürlich das Xmas Suit bekommen. Okay. Das war jetzt, glaube ich, nicht schlecht. Oh ja, yeah, nice. 540 Gems, let's go. Nochmal hinterher, damit wir nämlich den Magic Crystal kriegen. Mit Gems kriegen wir so viele wieder. Was haben wir da bekommen? Ein Dartpfeil? Okay, keine Ahnung. Drum of Fortune, okay, was haben wir hier noch? Eine Broken Mask. Viel Holz auf jeden Fall. Eine Ride Guitar. Können wir darauf rumreiten, ja. Und dann nehmen wir uns das hier mit, das hier mit, das hier, okay.
Denn ich möchte sie gerne wahrscheinlich evolven, oder? Wollte ich sie evolven? Lass uns mal reingehen und schauen, was wir mit den Tierchen machen können. Wir können sie nämlich entweder weiter sammeln oder wir können sie halt evolven lassen. Ja, aber ich halt irgendwie nicht so viel war. Den Toon-Seed wollte ich noch, aber wofür brauche ich hier Level 7? Ach ja, brauche ich die Star-Fragments, okay. Und die brauchte ich wofür? Die musste ich einfach nur ausgeben, ne? Evolven wir welche? Schau mal, welche wir evolven wollen. Ich glaube, ich brauche mehr Milch. Zack. Output Limit 2, evolved successfully. Jing! Fettes Vieh. Oder wollen wir erstmal noch mehr Tiere holen? Ich glaube, es ist sinnvoller. Weniger Tiere, ne? Alpaka her und hier haben wir normale Wolle. Schafsmilch. Ich könnte hier noch weiter evolven. Output Limit 4. Reward for the first time of evolving the species. Melt Horn. Cannot be gained from the magical enemy white freestar. Hm? Okay, ein geschmolzenes Horn kriegen wir dadurch. Interessant. Wollen wir noch mehr Milch? Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr Milch, denke ich, ja. Wir brauchen aber auch mehr Eier. Normale Eier. Lass uns die beiden kleinen Hühnchen noch, denke ich, verbessern. Riesig werden die. Da gibt es dann auf jeden Fall einen Azure Feather. Ja, so richtig. Und dann werden wir den auch noch evolven. Ein Entenei. Okay, jetzt habe ich leider keine mehr. Waren nur drei. Leider kann man sich die Dinger auch nicht kaufen mit Ingame-Währung. Echt schade. So, kriegen wir da ein bisschen mehr. Wir wollten zur Ranch zurücklatschen. Weil ich bin der Meinung, da müssen die Tiere sein. Ich glaube, wir müssen zu der anderen, kann das sein? Hier war ja noch eine andere gewesen. Ob die uns die verkauft? Wenn sie welche da wären, mal. Oder habe ich nicht richtig geschaut? Ich will aber kein Piggy haben. Ich will eine Katze haben. Also ich bin der Meinung, wir haben die da bekommen. Aber ich weiß nicht, wo die ist. Die arbeitet heute wohl nicht. Na gut. Wir haben noch 350 Gems. Das ist nicht mehr so viel. Okay, Ball ist immer noch out. Was haben wir sonst noch Schönes? Quests haben wir erledigt. Belebe das Landhaus wieder, ja. Clown-Statue gebaut. Und das war's. Das war's schon wieder. So, Kristall. Ja, Small Crystal muss ich 7500 im Dings erreichen. Eine Auster. In der Fischfalle. Ah, und Ginseng-Powder habe ich jetzt auch nicht. Mysterious Disc habe ich auch noch nicht gefunden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier irgendwie... Ich weiß nicht, ob es hier oben noch was gab. Muss ich da mal reingucken. Ob wir da schon gut gesucht haben. Aber jetzt ist es eh sowieso ein bisschen schwieriger, wenn alles weiß ist, da noch eine weiße Scheibe zu finden. So, jetzt sind wir hier oben. Hier geht es wahrscheinlich nicht lang. Ja. Haben wir noch eine Fruit. Eine Winter Peach. Der Bus fährt nicht. Eigentlich sammelt das Kind hier auf. Theoretisch muss ich sie nicht aufsammeln, aber ich habe Bock drauf. Aber hier sehe ich keine Disc. Schade. Ich finde, hier hätte man viel mehr machen können mit dieser schönen Fabrik. Irgendwas noch mehr. Geht's hier denn auch irgendwo lang? Verdächtig, verdächtig. Aber ich komme ja auch lang. Okay. Verdächtig, verdächtig, dachte ich, aber da war nichts. Okay, oh, was haben wir? Ach, ein Teleporter. Scheint nicht reparierbar zu sein. Ärgerlich. Wo wollen wir hin? New Year's Offer, bla bla bla. Magic Drop habe ich auch schon ewig nicht mehr geguckt, die Werbung. Deswegen habe ich auch nicht so viele Magic Crystals gehabt. Naja, drei ist immer noch viel. Aber geht auch noch mehr. Erfolge! Wir haben 500 Eier gesammelt.
eine Art von Ring besitzend, 500 Eibarren produzieren, 500 Müll sammeln, nur durch die Fischfallen kriegen wir das relativ schnell, und 1 Million Coins spenden. Auch nochmal 60 Gems dazu. Und hier haben wir irgendwo noch hier 10 Millionen Coins. Wir sind erst bei 1 Million. Dauert das noch eine Weile. Das kann auch dauern. Wir können unser Vitally Cap theoretisch erhöhen, wenn wir Bock hätten. Ich kann es aber auch lassen. Tatsächlich. Haben wir eine Mine, was? 3 Punkte nur. Gen 10 more items from your. Finde ich auch nicht verkehrt. Ja, let's go. Stufen wir hoch. Das wäre jetzt, wenn wir so eine riesen Erzader, wenn wir die, wenn wir die abbauen. Dass wir dann entsprechend mehr bekommen. Dann haben wir 3 Fähigkeitspunkte. Aha, ja, ich hätte gern das hier. Leider, die Sekunden ändern sich ja leider nicht. Ärgerlich. Mine haben wir nichts. Kampf haben wir 8 Punkte für den Kampf. Okay. Let's go. Okay. Ah, wollte ich Kampf über 20 dafür. Alles klar. Dann haben wir das hier. Ne, kann man nicht machen. Ah, die Stats sind schon krass, die man dazu bekommt. So, züchteln. Wir haben 8 Punkte auch hierfür. Yay. Was haben wir hier noch? Food. Nice. Jetzt brauchen wir wieder paar Level dafür. Sammeln haben wir. Ist das 1 Punkt oder 10? Ich glaube, das ist 1 nur, ne? Can find one extra black hole. Chance to find dungeons plus 500%. Aber wenn es 0,05% sind, sind es dann 0,0025%. 0,025%. Also, klingt zwar viel, ist es aber tatsächlich gar nicht. Okay. Wir müssen Baal finden. Der kam doch nur am Abend raus, ne, der Dude. Baal ist out, ja. Lass doch mal zum Dings hier hinlatschen. Auch zur Schmiede. Denn ich habe euch ja, ich habe ja natürlich was mitgenommen. Und zwar habe ich diese Chests mitgenommen. Die habe ich beim Angeln gefunden. Einmal eine Ancient Treasure Box und eine Ruined Treasure Box. Ach ja, hier war noch was. Wir können Hosen anziehen. Ah. Auf keinen Fall. So, da die Stats sich nicht ändern, ist okay. Können wir das aber, die werde ich definitiv nicht ansetzen. Moving Speed plus 60. Ja, ist mein Dings genauso, ne? A broken smile is also a smile. Na gut, bringt nicht viel. Alfred's Cat Decoration, was kann ich da machen? Keine Ahnung. Aber unser Dings ist fertig, ne? Der muss ja schon fertig sein. Schon eine Weile. 554 Holz, Alter. Mit 10 Minuten. Let's go. Lass uns ein bisschen Holz farmen. Ah, wir werden einfach so stinkreich sein. Ja, bevor ich meine Milch sinnloserweise verschwende. Na, hier müsste er bald kommen. Denke ich. Sollten wir ihn tatsächlich noch weiter verbessern. Na, ah, okay, jetzt habe ich's. Das habe ich schon genutzt. Okay, was haben wir noch? Wir wollten zum Schmied gehen. Wenn er noch offen hat. Hallöchen. Knack doch mal bitte die Kisten, die ich da habe. Ich glaube nämlich, kann man knacken lassen. Ja, kann man. Bam! Mask Shard. Also ein Maskenteil und 7 Ropes. Gut, und 7 Platz, das ist jetzt nicht so sinnvoll. Also nichts, was da wirklich sehr, sehr, sehr gut wäre. Wir haben noch mehr vorgeschlagen. Pharma-Sprinkler können wir machen. Automatic Feeder können wir benutzen. Auto-Collector können wir nutzen. Seid auch egal. Schade, das ist schon erledigt. Das ist ärgerlich. Wir können ein Hive bauen. Das ist ganz gut. Und wir können eine Fischfalle noch weiter bauen. Können wir hier noch was machen? Wir können die Golden Fish Rod, denke ich mal, machen. Golden Sickle, Silver Shovel. Ja, lass uns das Golden Fish Rod noch machen, denke ich. Bis wir hier die Dark Dinger schmelzen können, dauert das noch eine Weile. 30.000 dafür. Bing, bing, bing. Und was brauchen wir noch?
Eine Golden Sickle vielleicht? Ist nicht verkehrt, oder? Für 30.000, let's go. Auch das hochgestuft auf die höhere Stufe. Und ich freue mich dann schon die nächsten 60.000. Gott, habe ich nicht mal mehr. Ach, wie schlecht ich doch bin. Haben wir dann sicherlich beim nächsten Mal. Wenn wir denn die 90er, 90 Dinger da haben. So, ich werde mich jetzt kurz warten. Er kommt nicht. Er verlässt mich. Er hat mich verlassen. Ist ja schade. Jetzt habe ich natürlich wieder null Müll in meinem Inventar. Ist natürlich ärgerlich, dass wir wieder so viel Deko bekommen haben. Eventuell können wir noch eine Kiste machen mit Ausrüstungs- und Deko-Krams. Mal schauen, ob ich noch eine Kiste bauen kann. Wäre natürlich sehr praktisch. Aber wir haben derzeit auch so ein Event-Speed-Up-Bank, allerdings muss man dafür echtes Geld bezahlen. Wenn wir irgendwie Quests machen, dann können wir da so ein 3-Stunden-Speed-Up kriegen. Und für 3 Euro können wir das dann knacken, diese Bank. Aber das finde ich halt irgendwie, naja, hohl. Na. So, Kiste? Natürlich nicht. Ich habe keinen Kleber mehr. Ich habe keinen Kleber mehr. Was machen wir denn da jetzt? Erstmal packen wir hier das hier wieder rein. Wir haben auch wahnsinnig viel Schuppenpulver, ne? Ihr seht, 2600 Schuppenpulver habe ich einfach. Wahnsinn. Erz und Barren kommen hier wieder rein. Ich habe ja auch super viel Kupfer und so weiter bekommen durch die... so viel war es doch nicht. Durch die Geschenke hätte ich gedacht. Ding, ding, ding. Barren haben wir keine mehr. Dann packen wir hier in Holz und Stein noch ein bisschen was rein. Ein wertvolles kommt natürlich hier noch. So, ansonsten, tja, ansonsten kann ich tatsächlich immer nicht so viel wegpacken. Das meiste ist einfach nur Müll. Und allgemein, das passt da auch nichts mehr rein. Leider auch alles Schwachsinn, ne? Das kann ich aber alles nicht verkaufen, diese ganzen Sachen. Ich weiß gar nicht. Nehmen wir mit. Wo man den Müll verkaufen kann. Hier ist Schrot auch. Die Dekos kann man nicht irgendwo setzen. Ich bin der Meinung, konnte man irgendwo setzen, oder? Bin mit Prosperity? Nee. Aber es ist trotzdem eine Dekoration. Schau mal, ja, komm mal hier. Ich habe irgendwie zu wenig Platz. Kann ich das mal wegmachen? Das geht nicht. Ich habe einfach echt keinen Platz, ne? Das ist ja super, super fies. Sollte ja ein bisschen draußen die Leute abschrecken. Ich glaube, es ist ein Tor, ne? Okay, das werden wir wieder mitnehmen. Gib her. Oder auch nicht. Ah, es hat so viel Müll, den es hier gibt, ne? Das ist Wahnsinn. Hier komme ich Wohlstand, ne? 300, okay. Ups. Da. Von Hochkant, von Dings auf Hochkant geswitcht. Das war nicht so cool. So, hier wieder rein. Von Breitbild auf Hochkant. Oh, Hallöchen. Und Hallöchen. Und Hallöchen. Aber es bringt mir nicht viel. Das ist sonst alles nur Müll. Aber ich kann damit, glaube ich, auch nicht viel machen, ne? Oh, nice, wir haben Level Up erreicht. Und wir haben Level 40 erreicht. Wir können jetzt bauen einen weiteren Stall. Cool. Bronze-Tripod. Wir können die T-Werkstatt hochstufen. So eine Kacke aber auch. Und wir haben Spider-Conch, Winter-Peach, Green-Jubu und den Kaktus-Rack freigeschaltet. Und das Wichtige ist, genau, wir haben ein neues Areal. Sehr nice. Das freut mich natürlich. Denn ich kann jetzt den ganzen Scheiß hier wegmachen. Das ist auch super wichtig. Machen wir auch gleich mal. Ah, mit unseren ganzen wertvollen Werkzeugen kann man den ganzen Kram hier einfach wegmachen. Das ist mega gut. So, wo will er hin? Ja, von oben. Okay, er macht die ganzen Wege erstmal kaputt. Die es hier gibt. Aber ich denke, was ist das hier? Okay, warum hat das nicht gemacht? Das da hätte er gemacht, okay. Wollen wir das mal ganz kurz alles befreien. Knoblauchsamen und Copper-Ingot. Ich glaube, Leute, wir müssen mal eben ein paar Holzbäume fällen. Ich lasse das mal kurz durchlaufen. Na gut, ein paar Bäumchen habe ich gefällt. Auf jeden Fall auch erstmal unsere tägliche Quest erledigt. Naja, bringt jetzt gerade nicht so viel. Tja, wieder ein bisschen Holz gesammelt, why not? Ja, hier sehen wir, 288 Holz, easy peasy. Alles mitgenommen. Ich habe auch super viele Karren und so, die müssen wir auch alle noch wegmachen. Genauso wie die Sand, die Sandkisten hier, wo ein bisschen Heu wahrscheinlich drin ist überall, yo.
Jetzt haben wir gerade noch eine Milch getrunken. Dann lass uns die Energie der Milch noch eben ausnutzen. So, ne? Die ganzen Bäume, die ganzen Dings müssen hier auch weg, die ganzen Wege. Hier haben wir eine Karre. Und ihr seht hier, im Speedup Bank ist jetzt voll 40 Dinger. Ich könnte es mir theoretisch für 3 Euro kaufen, aber überhaupt nicht notwendig, ne? Weil, bringt halt nicht viel. Ich habe so viel Zeit. Die werde ich wahrscheinlich eh niemals ausgeben können, komplett. Ja, es sind noch ganz viele Bäume und Steine. Die werde ich allerdings einen anderen Mal abbauen. Oh, was haben wir da noch? Kisten? Mhm. Die werde ich nicht jetzt abbauen. Transportschiff holen. Nice. Hier haben wir noch Apfelbäume, die wir mal theoretisch fällen könnten. Die waren damals noch vom... Von damals, ne? Damals, kennt das noch. Wisst ihr noch? Ewigkeiten her ist es schon, aber schön. Viel Platz, das ist wichtig. Dann lass uns mal eben schlafen gehen. Oh, wir haben Silk fertig. Nice. Das ist wichtig. Wir brauchen nämlich richtig viel Silk mittlerweile. Wir haben auch 235 Seidenwürmer. Ach ja, apropos, wir müssen auch noch das Hive setzen. Oh, rein damit. Kann man leider nur machen, wenn man abgesetzt ist. So, da haben wir hier ein Hive. Okay, dann so. Und noch eine Fischfalle. Vermutlich ist es besser, wenn man die irgendwo anders hinsetzen würde, aber ich bin jetzt einfach zu faul dafür. Es ist 0 Uhr. Kann man sonst noch was gekauft haben? Blue Days Box. Ich bin nur noch 500 XP. Gut, haben wir gleich in der Hand. Setzen wir aber gleich mal hin. Das ist wahrscheinlich eine Innendekoration, denke ich. Kann ich hier draußen nicht hinpflanzen. Was ist das? Indoor Decoration, sag ich doch. Warum kann ich das nicht platzieren? Kicken wir doch mal. Oh. Ist etwas groß, das kann man nicht in der Hand halten. So, lass uns schlafen. Dings haben wir leider heute nicht gesehen, das ist ärgerlich. Den Fisch, die Kröte, wer auch immer du bist. Und wir haben einen neuen Tag. Ich weiß gar nicht, Tag 12, 13, 14, 8. Ich weiß es nicht. Ach, siehst du, die Starshots haben wir auch gar nicht genutzt, sonst haben wir alles bekommen. Danke sehr. Billboard ist fertig. Wir haben eine neue Quest bekommen, ne? Da Hong Pao Tee, alles klar. Die Quest ist erledigt. Die ist auch neu. Die müssen wir an. Ja. Das geht erst im tatsächlichen morgigen neuen Tag. Wir haben Level 40 bekommen. Wir kriegen wieder 10 neue Soils. Sehr nice. So, mach die Kacke mal weg hier, würde ich sagen. Nice. You can get another level up reward of level 50. Ah, ich liebe dieses Soil. Das ist so gut. Okay, was willst du von mir? Erinnerst du dich an das Haus in der Nordstadt, das wir auf unserem Weg zum Nordwald gesehen haben? Nee. Es ist vor Steves Haus. Wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, achte darauf, wenn du das nächste Mal vorbeikommst. Okay, Es war einst eine sehr beliebte heiße Quelle, aber sie wurde aufgrund ihres hohen Alters und mangelnder Wartung obsolet. Wir planen sie wieder aufzubauen. Es kann ein Ort für Spaß sein. Es ist zu schade, sie ungenutzt zu lassen. Da die heiße Quelle der Stadt gehört, sollte jeder von uns einen Beitrag leisten. Wir benötigen entweder einige Materialien. Ich hoffe, du kannst bis dahin etwas beitragen und helfen. Nice. Cool, wir können also dieses neue Gebäude bauen. Gibt doch noch was Neues. Ich dachte, wir werden langsam mal so Richtung erledigt. Ja, natürlich ist die Tasche zu voll. Gott, ich hasse das wirklich. Ah, ich habe einfach keinen Platz mehr. So, hier kommen die ganzen Eier und Milch und so weiter rein. Mayo, Salted Egg. Das ist ja hergestellt, ist, ne? Können wir alles reinstopfen hier. Wertvolles. Leider ballern die mir immer wieder mein Inventar zu, weil wir das regelmäßig durch die Quests kriegen. Kaboom. Hört man vielleicht nicht mal in der Aufnahme. Aber die Leute knallen halt rum, weil sie einfach einen Knall haben. Hihi. Hier haben wir ein bisschen Holz und Stein. Zack, zack, zack. Alles weg damit. Wir können deren Scheu auch als Holz und Stein sehen, oder? Ich finde, das passt irgendwie zusammen.
Allgemein, ja. Okay, hier, let's go, weg damit. Oh ne, Tränke behalte ich. Die Gitarre, die Maske. Okay, da haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Das ist okay, seht ihr, wie viel Stuff wir davon haben? Das ist Wahnsinn. Und ich kann es auch nicht mehr verkaufen, weil ich auch keine Zeit habe, ne? Also ich habe keinen. Ich kann nicht. Wie viel Geld haben wir da? 5000? Na gut, 969. Und hier haben wir wieder, ne? Hire Helper, let's go. Wir haben wieder 565 Dings bekommen und auch wieder regelmäßig anderen Stuff. Ich will tatsächlich trainieren wollen. Ja. Werde ich trainieren, wenn ich wieder Geld habe. Gut. Das Gute ist ja, wir haben glücklicherweise so einen Traktor. Habe ich noch die Getreidesamen dabei? Da habe ich noch welche. So, nicht aus Versehen das mitnehmen, sondern hier mal die Getreidedinger abernten. Dann ist das hoffentlich auch mal leer. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch genug Getreide brauche oder ob ich das mal lieber gegen Tee oder so austauschen sollte. Der Baum ist leider auch schon hinüber. Sehr ärgerlich, dass der Baum hinüber ist. Dabei sollte er doch ganzjährig wachsen. So, hier haben wir noch davon welche. Mal schauen. Und ihr seht immer wieder, jedes Mal kriege ich durch das Fällen oder durch das Ernten immer wieder ein bisschen was von der XP. Wo steht denn das? Hier, 1371 von 8440. 1371 von 8440. 1410, also 30 Dinger gerade bekommen. Na, und durch die Maschine, 12 Euro ist es definitiv wert gewesen. Ist ja auch ein schönes Spiel, muss ich sagen. Kann man auch per Hand machen, macht aber deutlich keinen Spaß. Also würde ich tatsächlich alles per Hand machen müssen, würde ich wahrscheinlich keine Landwirtschaft betreiben. Also nicht, auch nicht in diesem Ausmaß. Weil das ist einfach, wenn du das alles per selber klicken würdest, dann wirst du bescheuert werden. Also. Per Hand absolut keine Option, finde ich. Das kannst du nicht alles per Hand machen, das geht nicht. Viel zu viel. Ups. So, da haben wir das erledigt. Ding, 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 ding. Teewerkstätte und so weiter sind noch alle fleißig am Machen und Tuten. Machen wir mal alle ab. Mal ein bisschen Refined Quartz. Was haben wir noch? Pickles. Machen wir noch Sauerkraut. Let's go. Wir haben gleich auch 99 davon. Das heißt, sie wird uns nochmal unseren Raum wegnehmen. Poly Seeds. Sind bald fast voll, ne? Wir haben gleich keine Dings mehr. Keine. Oh, ein paar mehr davon. Keine Samen mehr. Das würde ich ganz gerne machen. Allerdings brauche ich die Pistachio. Die finde ich im Nordwald angeblich. Aber halt nur im Finden, ne? Nicht abbauen durch. Durch Bäume hacken. So, wir können hier was machen, aber das habe ich einfach keine Ressourcen dafür. Wir können hier nichts machen. Ach, da siehst du, die ist aber noch am Machen und Tuten, ne? Die kann ich auch nicht machen. Ne, Cotton Cloth kann ich auch nicht. Dann lass uns hier ein bisschen Silk Close, die brauche ich noch mindestens einmal für eine Quest. So. Jetzt nicht. Okay, dann kurz eine Pause, meine Freunde. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.